Hallo meine Astronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Und mir ist mal aufgefallen, ich habe irgendwie so 1000 Baustellen aufgemacht und irgendwie ist nichts fertig, ne? Also ich habe hier den Balkon, der ist nicht fertig. Ich habe das Dach, das ist nicht fertig. Ich habe diesen wunderschönen Garten, der ist nicht fertig. Ich habe unten mir überlegt, einen Vorgarten zu machen, der ist nicht fertig. Hier, da, ne? Da so. Ich habe die Treppe, die ist nicht fertig. Hallo? What the fuck, Alter? Und ich habe eine Zombie-Apokalypse im Keller anscheinend. Der ist sowieso nicht fertig. Ich leuchte das mal eben kurz aus, damit hier keine Mobs mehr spawnen nachts. Oder überhaupt. Immer. Ja, ne? Also ich würde sagen, läuft auf jeden Fall. Irgendwie wird hier nichts fertig. Aber gut, ja, meine Güte. Kommt Zeit, Keller. Und alles. So, genau. Also, Keller ist auch nicht fertig. Ja, und insgesamt ist das ganze Haus ja auch irgendwie noch nicht, ne, so annähernd eingerichtet. Aber, gut, jeder weiß ja, ne, so, man macht ja erstmal den Rohbau, bevor man dann irgendwie was einrichtet. Deswegen, keine Ahnung, ich wollte mal was ausprobieren tatsächlich. Und zwar finde ich das oben auf dem Balkon mit dieser Treppe halt so überhaupt nicht schön. Deswegen wollte ich mir ganz gerne mal ein Treppchen mitnehmen und wollte mal gucken, wie es denn aussieht, wenn ich, hier Treppchen dran setze. Ich hatte die Hoffnung, da, genau, so, dass der sich so verbindet. Und dann wollte ich mal gucken, kann ich mal eben hier bitte... Ach so, ja, ich könnte auch eigentlich gleich mal eben... Ich könnte auch den Keller weitermachen, ne? Also, im Endeffekt ist es wurscht. Nase, pfui. Nase immer noch pfui. Machst du nix. Waren das die? Habe ich das mit denen gemacht? Ja. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall cooler als das, was wir vorher hatten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen am Keller weiter, oder? Weil da war ich halt gerade eh schon so dran. So, dann schauen wir erstmal hier. Klack, klack. Wobei ich hier auch noch gar nicht so sicher bin, wie ich das mache. Ich denke, bis hier. Das kann weg. Das auch. Obwohl, warte mal, wir können das eigentlich auch so machen. So. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir irgendwie noch was zu überlegen. Tut mir leid, wenn ich so zwischendurch mal... Ich versuche es zu vermeiden, aber die Nase läuft halt noch. Die läuft halt noch. Und ich bin auch... Echt so, wir sind kurz vor der Aufnahme für Dings. Für Wildlands. Wir haben es jetzt 21.12 Uhr. Ab 12 Uhr wird das Spiel freigegeben. Und dann werden der Xestrus und ich direkt loslegen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich habe tierisch Bock drauf. Und soweit ich weiß, der Xestrus auch. Deswegen freuen wir uns beide einfach drauf, richtig Gas zu geben. Grünschiefer, 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 Grünschiefer. Überall Grünschiefer. Andesit. Ich muss halt überlegen, womit ich den Boden mache, ne? So Marmor wäre halt schon schick. Das Problem ist, wenn ich den Marmor abbaue, dann wird es wahrscheinlich zu Marmor. Okay. Dann machen wir das mal. Und dann gucken wir mal, wie das denn aussähe. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch Marmor haben. Das können wir einfach mit Erde auffüllen, weil das sieht man eh nicht. Da kommt ja überall Dings vor. Da kommt überall, kommt da... Ey, sag mal. So. Haben wir denn Erde dabei? Wir haben Erde dabei. Wunderbar. Da kommt... Überall kommen da Dings vor. Lass mich doch einfach den Satz nochmal sagen. Überall kommen da Dings vor.
hier die Dinger, diese Schubladensysteme, die ich auch schon drüben in dem Haus fürs Essen habe. Und deswegen ist das gar nicht so wichtig, wie das von hinten aussieht. So, da haben wir überall Marmor. Das heißt also, wir könnten... Wie viel haben wir hier? 24. Ich gehe mal eben gucken, ob wir oben noch was haben. La 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 la. Z. Das ist Sand. Das ist Treibsand. Super. Superb. Das ist halt alles unglaublich nicht sortiert, ne? So. Ich weiß, manche von euch werden jetzt wahrscheinlich schon wieder auf die Barrikaden gehen. Da ist Marmor, das ist gut. Dann tauschen wir hier mal ein bisschen aus. Ah, tut mir so leid. Fui, bah. Das will doch kein Mensch hören. Hör auf damit. Ah. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss doch gleich aufnehmen. Noch mehr aufnehmen. Ich kann doch nicht aufhören aufzunehmen. Es ist doch eine Sucht. Ich muss mehr aufnehmen. So, ich werde jetzt erstmal hier rumbauen. Damit ich nicht die ganze Zeit... Hier, mir das Licht wegbaue, das kann ich auch hinterher noch, das ist gar nicht das Problem. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Hätte ich vielleicht mal früher dran denken sollen, weil jetzt habe ich auch keinen Weg mehr hier hoch. Auch gut. Schub, 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 schub. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, was ich hier an Marmor habe. Das könnte echt knapp werden, ne? Mal, ich kann ja mal eben das hier noch wegmachen. Schuf. Wo ist mein Marmor? Das könnte wirklich knapp werden. Das könnte knapp werden. Na gut, wenn ich so baue, sowieso. Da drüben noch. Theoretisch brauche ich hier eigentlich auch nicht, weil da stehen die Dinger drauf. Ne? Also, falls es wirklich zu knapp wird, kann ich am Ende auch hier den äußeren Rand komplett einfach wegnehmen. Ist dann auch wurscht. Muss nur gucken, wie ich das mit der Beleuchtung dann hinkriege. Jetzt war ich gerade überlegen, warum ich hochgegangen bin. Ich bin hier hochgegangen, weil ich mir mal eben mit DT Eisen da eine neue Spitzhacke machen wollte. Okay. So. Schauen wir mal, wie das so vom Dings her passt. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, also die erste Folge Ghost Recon Wildlands ist ja für euch jetzt schon online. Für mich ist die jetzt, ich habe noch nicht eine Minute in Ghost, in Wildlands verbracht, in Bolivien. Ihr könnt die schon gucken, habt die vielleicht sogar schon geguckt, weil die ja vor der Aufnahme, vor Minecraft kam. Deswegen kann es sein, dass ihr die schon gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Ich spreche hier gerade mit meinem Zukunfts-Ich sozusagen. Hey, Zukunfts-Ich, hoffentlich fandst du die Folge cool und hoffentlich macht das Spiel dir Spaß. Und ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Das weiß man ja nicht. Ich habe schon die erste Kritik gelesen, dass das Spiel nicht so doll sein soll. Keine Ahnung, ich habe tatsächlich auch, muss ich fairerweise sagen, haben wir uns gar nicht so super schlau über das Spiel gemacht. Einfach mal auf gut Glück drauf los und, warte mal, ich glaube, es trifft nämlich genau das zu, was ich gerade gesagt habe. Der äußere Bereich, den kriegen wir gar nicht, weil es reicht einfach nicht an Marmor, was wir hier haben. Nee. Nö,
dann müssen wir außen vielleicht ein bisschen was weglassen. Weil ich jetzt gerade auch kein Marmorvorkommen sehe hier. Wäre natürlich schon ärgerlich. Ich hätte natürlich schon ganz gerne... Wie viel brauche ich denn noch? 5 Marmor. Ich könnte ja mal versuchen, mich einfach in die Wand reinzuprügeln. Und eventuell habe ich ja Glück und da kommt irgendwo Marmor. Weil hier war ja gerade Marmor, ne? Versuchen wir unser Glück mal. Nein, überall nur Grünschiefer. Ich werde das hier übrigens stopfen, weil sonst... Ich habe keinen Bock darauf, dass hier irgendwie hinter meinen Dings was spawnt, hinter meinen... Das war jetzt voll doof. Ach, Menno, ich brauche doch nur ein bisschen Marmor. Grünschiefer, da ist noch Marmor. Ist dahinter vielleicht noch irgendwo was? Wäre halt voll nice, wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen Marmor finden würde, Freunde. Hallo, Marmor. Ey, hier kann doch mal noch ein bisschen Marmor sein, oder? Jetzt mal im Ernst. Och, kommt, ey. Oh Mann, ey. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Kein Marmor. Kein Marmor, kein Marmor. Ich brauche halt auch noch mehr, ne? Ja, komm, dann nehmen wir doch von hier außen Marmor weg. Ich brauche, glaube ich, 8 oder so. Ich weiß es gar nicht. Schwupp. Was halt cool gewesen wäre, wenn ich so ein bisschen darauf geachtet hätte, dass der Keller vielleicht, wie es sich für einen ordentlichen Keller gehört, auch parallel zum Haus verläuft, ne? Das wäre halt echt super klug gewesen. Aber gut, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Was soll's. Ich höre übrigens irgendwo wieder eine Spinne herumrasen. Ich habe die Tür oben offen gelassen. Ist Nacht? Ist bestimmt Nacht, ne? Ist doch garantiert Nacht wieder. So. Okay, machen wir das einfach so, weil wie gesagt, da kommen eh Dings drauf, da ist es nicht so wild. Das werdet ihr, hinterher werdet ihr das gar nicht mehr sehen, dass da so Grünschliefer, Pflasterstein drunter ist. Och, sorry, Leute. Ich sag doch, ich hab die Tür aufgelassen. Hallo? Ja, und hier können sie übrigens auch spawnen ohne Ende, ne? Ach, ich bin doch ein Depp, ey. Einfach mal schön alles unausgeleuchtet lassen. Das ist auf jeden Fall auch immer klug. Dum-di-dum. So, was ist da unten? Gar nichts, okay. Gibt's eigentlich? Ne, gibt's hier drin nicht. Schade. Ich habe gedacht, dieses Ausleucht-Add-on-Ding wäre dabei, aber ist nicht. Schade gerade. So. Ich habe mir gerade extra noch die Nase geputzt. Ich habe mir extra Nasenspray reingeschmissen, damit die möglichst frei ist. Aber irgendwie hilft das alles nicht mehr. Es ist vorbei mit mir. Es ist vorbei. Wir müssen das, wir müssen dem Ganzen ins Auge sehen. Es ist... Ich bin am Ende. Okay. Der Kellerboden ist somit fertig. Und das heißt, wir könnten theoretisch anfangen... Ich höre doch schon wieder eine Spinne irgendwo. Hä? Hi! Die Spinnen können überall spawnen. Das ganze Haus ist noch vollkommen... da ist vollkommen schlecht ausgeleuchtet. Irgendwie spawnt hier überall was. Das ist voll schlecht. Es ist zu groß! Ja, egal. Dann würde ich sagen,
Lass uns doch mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Boah, fuck, ey. Ich mache erstmal eine neue Truhe. Ist mir vollkommen egal. Ich mache noch eine Truhe, wo ich wirklich nur Holz drin sammle. Haben wir irgendwo... Hier, gib mir mal Fichtenholz. Ist mir jetzt auch wurscht, womit wir das machen. So, eine große Truhe nur mit... Dupdidum. Wo wir alles Holz drin sammeln. Oh, meine Nase, ey. Boah, nervt das. So, da, da. So, das ist Holz. Jetzt können wir hier mal eben das Holz rausnehmen. Weil sonst kriege ich einfach keinen Überblick. Und wenn ich keinen Überblick habe, dann mache ich halt nur Scheiße. Dieses ganze Carpenter-Zeug kann auch da rein. Das. So, dann kann ich versuchen, hier so ein bisschen den Stein zu sammeln. Ich muss einmal, tut mir furchtbar leid, auch wenn es wahrscheinlich endlangweilig ist, aber ich muss einmal kurz so ein bisschen Ordnung da reinkriegen. Sonst wird es halt einfach nichts, ne? Da ist Holz. Da ist Holz. Was ist das eigentlich für ein cool? Pflasterstein. Detaillierter Pflastersteinziegel. Der sieht, so sieht der cool aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist scheiße. Habe ich noch irgendwo Holz übersehen jetzt? Ich glaube nicht. So. Okay, dann gucke ich mal, dass ich hier den Stein eben ein bisschen raussortiert bekomme. Und den hier einsortiert bekomme. Z. So. Das. Und die ganze Erde können wir auch mal rausnehmen. So. Dann können wir die Erde nämlich auch hier oben reinschmeißen. Jetzt ist die Kiste schon wieder voll. Dann geben wir mal so einen Krams hier raus. Ach, jetzt müssen wir hier immer so kleine Mini-Tauschgeschäfte machen, weißt du? Voll nervig. So, ich gebe dir einen davon, dafür gibst du mir einen davon. Okay, dann gebe ich dir wieder einen davon und du gibst mir einen davon. Alle Kisten voll sind hier. Ist das schlimm? So, was haben wir hier noch? Das haben wir noch. Das. Das kann eigentlich drin bleiben. So, dann pack das mal alles hier rein. Dann haben wir auch alles so ein bisschen sortierter, ne? Vielleicht kriegen wir dadurch auch ein bisschen Platz wieder rein. Die Dings gehören zum Beispiel eigentlich gar nicht hier rein, die Erdnüsse. Was ist das denn eigentlich? So, die Kreide kommt wieder zurück. Die kommt nicht da unten rein. Knochen. Dieses komische Buch hier. Ich muss mal eben was essen. Und dann war es das eigentlich für heute auch schon, ne? Viel geschafft haben wir nicht, aber so ein bisschen was aufgeräumt. Das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Das haben wir alles. Hier oben ist jetzt... Z. Ja, jetzt nehmen wir das Boot noch hier raus. Das Glas kann da drinnen bleiben. Und dann haben wir hier wirklich nur noch... und die Sachen können auch noch da raus. Okay. So, und dann kann alles, was hier zu viel ist, was ich jetzt zu viel mit mir... Das kann eigentlich auch in die Dingskiste. Das kann hier rein, das kann hier rein, das... Die Kreide kann auch da mit rein. Und dann können wir dieses ganze Carpenter-Zeug und das Glas können wir hier mit rein tun. Wenn wir das jetzt einmal ein bisschen sortieren, dann sieht das doch auch schon viel besser aus. Oder, dann haben wir wenigstens so ein bisschen, so eine Grundordnung. Das ist so eine Krimskrams-Kiste. Guck mal, da sind übrigens noch Truhen. Das ist die Kiste für Stein und Erde. Und das ist die Kiste für Holz und Bauzeug. Das finde ich ganz gut so. Herrgott, ich versuche das alles rauszuschneiden. Dieses ganze Nase hochziehen, damit ihr euch das nicht antun müsst. Ey, das ist ja wahrscheinlich ein super ekelhaftes Geräusch für euch einfach. Okay, dann haben wir so ein bisschen Ordnung gemacht und im Keller halt eben den Boden gepflanzt. Ich stelle noch mal ein paar Fackeln auf, weil ich keine Lust habe, dass hier irgendwie was spawnt. So.
ich jetzt einen Screenshot davon mache, dann machen wir das am besten in der Ecke. Ist keine Ecke, wo man das machen kann, wo man die Scheiße nicht sieht. Ach Mann, das ist doch ärgerlich. So machen wir das. Okay. Hand frei. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge fürs erste einmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben ist ein Video zu sehen oder sogar zwei. Und ich sag wie immer, bis denne!